Meine Lieblingsfähigkeit. Ja, die Lieblingsfähigkeit von wahrscheinlich so ziemlich jedem, der das Spiel irgendwann mal gespielt hat. Tja, und du kriegst sie nicht. Ja, Und das ist weil. Yoshis Schuld. Das Yoshi ist zu schwer, ja, dann kriegt man die Fähigkeit nicht. Aber jetzt bin ich wenigstens wieder groß, mein App ist etwas und jetzt. Jetzt bist du wieder klein. Immerhin etwas. So ein Spieler. Ah, gut, jetzt kann ich mir wenigstens die Fähigkeit holen, wenn ich dann nicht zu unfähig bin. Okay, ich hab dich schon fast sterben sehen. Schön. Schön gemacht. Und das A in diesem Knopf, okay, das habe ich gesucht. So, man kann auch fliegen. Ich kann es ja mal vormachen, wenn ich nicht in was Genau. reinrenne. Wenn man maximale Geschwindigkeit erreicht, beim Rennen einfach springen, ne? Ja. Und man kann Und auch man kann gleiten, einen Gleitflug genau. machen, ja. Schön. Soll ich die Münze einsammeln oder soll ich weiterlaufen? Das musst du wissen. Also, ist ja deine Sache, ob du Leben brauchst oder nicht. Aber ich weiß ja, was passiert, wenn du keine Leben hast. Da kommst du wieder betteln, gib's doch zu. Ah. Okay, in der Röhre wäre ein Geheimgang gewesen. Okay, das war ein ziemlicher Fail. Wenigstens bist du wieder groß. Und guck mal, du kriegst sogar noch einen Pilz. Ich wäre fast wieder reingerannt, es ist göttlich. Oder war das hier mit dem Ding? Nö, okay, aber da gibt's eine Feder, ist doch schön. Das ist auch ein schöner Bonusraum hier. Ich glaube, da kannst du ordentlich Münzen sammeln. Nutze Mario Escape, um durch die Luft zu gleiten, nehme ich mal an, das soll gleiten Ich heißen. nehme es auch an. Renne schnell, dann springe und dann halte den Springknopf, nehme ich mal an, oder den Y-Knopf, das ist der Rennknopf. Rennknopf, um die Balance zu halten. Nutze rechts und links auf dem Kontrollpad. Wow, Genau, wenn ist du nach halt rechts genial. gedrückt hältst, machst du einen Sturzflug. Wenn du nach links drückst, bläst sich Cape auf und du fliegst wieder nach oben. Oh, Musst dann okay. aber auch nach links drücken. Genauso, und wenn man das richtig macht, kann man damit richtig schön fliegen. Und wenn dann jetzt noch der Bildschirm richtig eingestellt wäre, könnte man sogar sehen, was du da machst. Ich lerne es ja erst wieder, ne? Okay. Da habt ihr schon mal gesehen, wie man das nicht richtig macht. Genau, du bist ein gutes Beispiel. Ja, danke. Schön, dass ich zu etwas nützlich bin. Oh. Und hier Kannst ist übrigens auf die Art auch eine Stampfattacke machen, ne? Wenn du den Sturzflug bis zum Boden durchziehst, dann machst du ja. einen riesen Aufstampfer. Das war Okay. gekonnt. Allerdings. Yoshi! So, dann geht's mal weiter. Übrigens, ich weiß nicht, ob dir das jemals aufgefallen ist, aber die Musik verändert sich, wenn du auf Yoshi reitest, ne? Ja, so ein bisschen Da kommt so ein bisschen Getrommel hinten Trommel. dran, genau. Finde ich ziemlich cool gemacht. Stirb, ey. Die einzig sichere Methode, diese umzubringen, ey. Von unten dagegen springen. Und die Boah. Footballspieler sind ziemlich unverwüstlich, würde ich fast sagen. Ein geheimer Ausgang, den wir noch nicht erreichen können. Also wir könnten schon, wenn wir wollten. Die roten Punkte? Punktgebiete auf der Karte haben zwei verschiedene Ausgänge. Wenn du die Zeit hast und den Skill hast, dann kannst du ja mal nachschauen. Okay, die Zeit hast du, aber den Skill? Naja. Naja, also man sieht schon die grünen Umrandungen hier, die leeren grünen Blöcke. Da können wir natürlich genauso wie die gelben Blöcke auch Blöcke einfüllen. Oh, das musste jetzt passieren, na. Das war natürlich wieder mal extrem gekonnt. 9 Punkte. Kannst du das noch weiter reduzieren? Also Ich hoffe nicht, also. du hast jetzt einmal 0, einmal 19 und einmal 9. Geht noch ein bisschen Also an weniger? die Null kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war dein erster Versuch. Okay. Jetzt zeige ich dir mal, wie man es richtig macht. Naja, weißt du, ich komme ja erst noch ins Spiel rein. Das Spiel wird ich jetzt schon noch nochmal das werden. Level oder spiele ich das nächste? Das wirst du Nee. entscheiden. Wir legen jetzt erstmal den Schalterpalast frei. Das ist eine gute Idee, oder? Hier ist doch ein Geheimgang, oder? Genau. Denn in diesem Level finden wir wieder einen Schalterpalast. Ja, ich weiß, ich spoiler hier alles, aber egal. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, als wäre Mario World die Weltneuheit, oder? Naja, es ist auch kein blindes Let's Play, von daher kannst du spoilern so viel wie du willst. Wir spoilern schon seit dem Anfang an eigentlich. Genau. Warum auch nicht? Übrigens, guck mal, ich kann hochwerfen. Juhu, Ja, die einzige Richtung, wo dir nichts passieren kann, ne? Zack. Wow, es steht auf. Ja, die Gegner stehen immerhin aus dem Panzer wieder auf. Ja, Sie erstehen wieder auf, ey. genau. Also. Man hat den Panzer kurz mal so ein bisschen wackeln sehen, aber klar, oh, der Käfer, der ist jetzt gleich wieder fit. Das sollen ja irgendwie Käfer sein, ne? Auch wenn ich finde, dass sie nicht viel mit Käfern gemeinsam haben. Ja, sie sehen eigentlich eher aus wie irgendeine Form von Schildkröten oder so. Ja, Wegen dem. schon. Erinnert den, irgendwie dran wegen den Panzern, aber es könnten auch große Käfer sein, also.
So einen großen Unterschied sehe ich da jetzt nicht. Irgendwo, ich glaube, die Röhre hier, oder? Das hier sieht aus wie eine Mischung aus Papagei und Fledermaus oder irgend sowas. Stimmt, also es sollen wohl so eine Art Fledermäuse sein, aber von der Farbe und der Form her könnten es auch irgendwie Papageien sein. Ne? Ja. Also, da muss ich ja recht geben. Kann man da rein? Ah, okay. Irgendwo konnte man rein, das wusste ich noch. So, den Pilz wollen wir natürlich nicht. Dich will ich auch nicht. Niemand will dich. Okay. Den Panzer können wir benutzen, wenn ich ihn nicht kaputt machen würde. Weil dann könnte man den da oben an den Block schießen und eine Ranke freilegen, mit der man da hochkommt. Man kommt aber auch anders hoch, ja. Okay. So war es zwar nicht geplant, aber... Du willst im Flug das Ding dann aktivieren von unten und dann hochkommen. Das aber war auch so, die Absicht. So funktioniert es natürlich auch. Das war natürlich jetzt voll geplant. Hättest jetzt gesagt, sagen können, ach nein, das Aktivieren mit dem Seitenangriff war nicht voll geplant, weil ich so extremen Skill habe. Ne? Ja genau, das war natürlich mein Super Mario World Skill, ne, seit 20 Jahren gut aufbewahrt. Habe ich extra in meinen Tresor gelagert. Aktiviere ich den mal, würde ich sagen, ne? Ja, das kannst du noch, ne? Du musst übrigens oben lang, nur um es gesagt zu haben. Also wenn du den Panzer nicht gefressen hättest, hättest du runtergehen können und hättest da noch ein Leben holen können, indem du die ganzen Gegner abschießt oder so, aber ja, da du ihn eh gefressen hattest, war es dann egal. So, Wechselpalast, also Switch heißt eigentlich Wechsel oder irgend sowas. Genau, oder Schalter. Oder Schalterpalast, ja, stimmt, Switch, ja, macht mehr Sinn. Jetzt kann ich nicht mal vorlesen, was da steht, das Spiel macht einfach weiter. Ist ja auch egal, es passiert das gleiche wie beim letzten Schalterpalast und das bedeutet... Das bedeutet, alle Blöcke, die, ich weiß nicht, haben die unsichtbaren Blöcke immer die gleiche Umrandung oder... Die haben eine farbliche Umrandung. Also letzten... alle unsichtbaren Blöcke, die eine grüne Umrandung hatten, die sind jetzt sichtbar und eine Hilfe. Genau. Also, genau. Eine Kletterhilfe oder Stehhilfe oder wie auch immer. Guck mal weiter hier. Achso, du kannst ja nicht, stimmt. Genau. Und wir haben schon grüne Blöcke gesehen. Du hast sie wohl irgendwie ignoriert, aber hier in dem Level gibt es tatsächlich welche. Und deshalb gehe ich da jetzt rein. Jetzt kannst du auch hingehen, jetzt sind sie auch. Und jetzt kriege ich hier gleich noch ein zweites Cape, das finde ich super. Komm her, du fliegendes Mistvieh. Dankeschön. Ich finde das geil, wie so schön richtig Superman-mäßig so vorwärts fliegen. Juhu. Sieht einfach geil aus. Ich fliege ziemlich schlecht. Und das wäre jetzt eine gute Stelle zum Angehen. Ich habe eben gesagt, hier drin ist noch was. Hier gibt es nämlich ein Bonusspiel. So, es klingt jetzt natürlich noch an der Haustür. Das muss natürlich sein. Wie immer, wenn man hier irgendwie am Let's Playen ist, kommt irgendwer auf die Idee, mich zu unterbrechen. Aber der wird jetzt mal ignoriert. Sweet. So. Also drei Kreise ergeben irgendwie ein Leben. Und es gibt irgendeinen Trick hier, den ich vergessen habe, wie man hier immer ein Leben kriegt. Ach so, ja. Ich glaube, wenn man die Blöcke von der Seite anschlägt mit dem Cape. Aber... Nö, okay. Vielleicht auch nicht, aber es gab irgendeinen Trick. Das ist eigentlich nur ein reines Ratespiel, oder? Ja, ja klar, es ist ein Ratespiel, aber es gab irgendeinen Trick, wie man wirklich immer ein Leben kriegt. Hast du dich nochmal gut gerettet? Natürlich, ich hab das Spiel drauf. Ich hab Mario World im Blut oder so. Oder was weiß ich, nee. Macht keinen Sinn. Wow! Du hast auf jeden Fall wesentlich öfter gespielt als ich, denke ich. Das ist auch, glaube ich, keine große Leistung, weil ich habe das Spiel damals sehr intensiv gespielt, als ich noch... mein Super Nintendo neu hatte. Also. Damals, so, jetzt vor langer Zeit, vor. Erahnst du jetzt, wo die grünen Blöcke gelandet sind? Ich hatte vorhin schon so eine Ahnung. Müsste ich meinen Yoshi aufgeben dafür, ne? Gut. Andere Leute wären jetzt an den grünen Blöcken hochgelaufen, wenn sie nicht auf Yoshi sitzen. Aber wenn ich meinen Yoshi schon wegwerfe, dann laufe ich auch einfach die Wand hoch. Wie sich das gehört. Ein Wasserlevel. Ist das der, wo man so viel Leben entwickeln kann? Nö, der war in den später noch Special-Welten, ne? In den Sternwelten. Ah, stimmt, ja. Okay, dann. Aber du wartest schon drauf, dass du irgendwo die Gelegenheit kriegst, oder wie? Um Leben einzusammeln. Ja, warum wohl, ne? Noch hast du doch welche. Also, ich meine, 11 Stück, das ist doch okay. Ja, schön. Es ist irgendwie... Ja, früher sahen die Spiele noch schön aus, hatten noch schöne Musik und sowas. Ja, also die Musik ist vor allem das, was begeistert. Obwohl das hier ja eigentlich nur eine Variation vom Hauptthema ist, ne? Das ist ja eigentlich die gleiche Melodie wie eigentlich die Hauptmelodie von dem Spiel. Nur eben in Blau. Ja, Musik in Blau. Ja, die Melodien sind oft ziemlich die gleichen, nur abgewandelt, dass sie irgendwie zur Umgebung passen, ne? Ja, aber es hört sich einfach auch gut an. Also man kann dem Spiel jetzt nicht vorwerfen, dass es einen einfallslosen Soundtrack hat oder so. Ah, die zeige ich euch mal, die eine geniale Fähigkeit. Ich verliere sie gleich wieder. Ist es nicht genial? Ja, du bist vor allem genial. Aber es ist egal, da oben gäbe es eh nur ein Leben, also was soll's. Weißt du, es ist nicht so, dass ich die Fähigkeit zu 100% kontrollieren könnte oder so, ne? Ja, aber dein Start war ja auch schon sehr beeindruckend. Ja, gut, sehr elegant.
Mit also, direktem Sprung in den nächsten Koopa. Ich hätte mich jetzt in einen Ballon verwandelt, ja, für gewisse Zeit. Was, und ja, man, auch? Man sieht leider kein Zeitlimit, also ist es schwer zu sagen, wie lange das anhält. Man hört es aber an der Musik. Oder so, oder man sieht es an, ja, an Luigi dann eben, weil er sich dann anfängt zu verformen, wenn das Limit zu Ende geht. Das ist nicht das Problem, aber das Ding ist irgendwie nervig, finde ich. Also, ja. Ah, hier komme ich nicht durch, ne? Richtig. Die blauen Blöcke, also die lila Blöcke oder was auch immer, kann man übrigens hochheben. Allerdings nicht, wenn man auf Yoshi sitzt. Ah. So hat alles seine Vor- und Nachteile, aber darum musst du dir jetzt ja keine Gedanken mehr machen. Tja. Nicht so richtig, ne? Okay, die sammle ich auf jeden Fall noch ein. Oh, ich kann es gar nicht glauben, du hast es tatsächlich noch rechtzeitig geschafft. So, ich nehme an, Rennen gedrückt halten, ja. Ah, und jetzt nach unten drücken, weil du schubst jetzt automatisch schneller und nach oben. Wie ich immer. Hab's gemerkt. Also wenn du irgendwas unter Wasser in der Hand hast, auch wenn es ein Schildkrötenpanzer ist oder so, schwimmst du schneller und hast einen automatischen Auftrieb. Ja. Und damit hast du das geheime, den geheimen Ausgang von dem Level hier freigelegt. Dann mache ich eben den regulären. Machst du den normalen, okay. Dann kann ich das Geisterschloss machen. Das ist viel Spaß dabei. Ich freu mich schon drauf. Das Geisterschloss hat auch zwei Ausgänge. Ja gut, dann haben wir ja beide was davon, ne? Ja. Nebenbei ist immer noch dieser andere komische Höhlenlevel da, ne? Der hätte auch noch einen Ausgang. Also dort, wo du den Schalterpalast freigelegt hast. Oh, okay. Ja, ihr merkt schon, viele Level haben mehrere Ausgänge. Das war gekonnt, oder? Ja. Genau so und nicht anders wird's gemacht. War das nicht hier die Röhre, wo ich reingegangen bin? Nee, oder? Da bist du rausgekommen. Ah, okay. Ich habe jetzt einfach mal auf die Röhre verzichtet, weil es mir zu doof ist. Ah, das ist kein Bock, ja. So, und jetzt zeige ich dir, wie es geht. Zack, siehst du? Wow. Und es hat natürlich auch diesen komischen Auftrieb, dass der dann etwas unkontrollierbar macht. Und der P-Switch hat auch diesen Auftrieb. Hui. Das Gute an dem P-Switch ist, der löst sich nicht auf, im Gegensatz zu den lila Blöcken. Die gehen nämlich irgendwann kaputt, wenn man es lange genug in der Hand hat. Hallo Fisch. Tschüss Fisch. Ja. Ja, den P-Switch brauchen wir doch jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Das ist richtig, aber ich schwimme viel schneller mit dem Ding. Juhu. Und ich kriege sogar was dafür, wenn ich mit dem Ding ins Ziel komme. Guck mal hoch, du Ziellinie. Ist schwer zu kontrollieren, ja. Schade, kriege ich auch mal nichts. Aber ich habe eine Feuerblume gekriegt, wenn sie nicht weggeflogen wäre. Das liegt an der Physik unter Wasser. Also im normalen Spiel fällt die dann runter zu dir und du kriegst dann halt das Item. Aber ja, ich will sie eh nicht. Ich will lieber meinen Cape in Reserve behalten. Also meine Feder, die mir ein Cape gibt. Jetzt sehen wir mal, wie gruselig dieses Spiel ist, ha? Genau. Geister aus. Geht immer an so ein Schloss, dann guckt er nach oben. Ich hab früher mal gesagt, der ruft nach oben. Ja, mach mal die Tür auf. Ja, genau. Also als Antwort, ja, du kommst hier nicht rein. Ey, du kommst hier nicht rein. Ja, stell dir nur mal so einen Geistertürsteher vor, ey. Begeisternd. Unheimlich. Oh, was für ein Wortspiel, ey. Ja, ich weiß. Ich hab's wohl drauf mit den Wortspielen. Es ist begeisternd und geistreich. Ja. Und das hier sind die vielen Gesichter der Geister, oder was? Weil alle irgendwie eine andere Grimasse schneiden. Ja, fast alle jedenfalls. Und hier, was bringt mir das nochmal? Das bringt dir die Sprungfeder oben runter, mit der du dann über den Big Boo springen könntest. Ja, ich wollte eigentlich drauf springen, aber egal. Auf den Geist. Oder auf den Schalter. Letzteres wahrscheinlich. Okay. Beruhigend. Was kommt hier? Ich glaube eine Feuerblume. Cool. Ja, er schießt die Geister. Gab's das früher in den Spielen auch, diese Geister? Wenn du dich umdrehst, kommen sie auf dich zu. Wenn du sie anguckst, haben sie Angst und machen nichts mehr, ne? Also in Super Mario Bros. Gab's die noch nicht, aber in Mario Bros. 3 gab's sie auf jeden Fall. Also ihr seht schon, ich bin nicht so ein ultimativer Mario-Zocker wie Nixon. Also ich habe nicht jeden Teil jetzt gespielt. Ich auch nicht. Also ich habe sie alle schon mal gesehen, auf jeden Fall, aber das ist das jetzt hier, was für mich das Bekannteste ist, sage ich mal, von den 2D-Spielen jetzt auf jeden Fall. Ja, du hast auf jeden Fall die 3D-Spiele, hast du so ziemlich außer Sunshine alle gespielt, ne? Ja. Also ich meine, mein Mario Galaxy Let's Play gab's ja auch nur dank dir oder so. Oder soll ich sagen, es ist deine Schuld? Ich meine, ich habe mich beim Spiel wieder genug aufgeregt, ne? Was mache ich jetzt? Hier ist irgendwie ein Schalter und dann geht die Tür auf. Ja, den holst du mit und gehst ein Stück nach rechts. So, dann legst du den ab, springst drauf und dann wirst du was sehen. Ah, ja. Und hier ist noch was, eine geheime Tür. Ja, kannst du jetzt aussuchen, wo du hin willst. Ich will wissen, was dahinter ist. Oh, das ist der reguläre Ausgang.
Ne, das ist der reguläre, glaube ich. Weil der geheime Ausgang ist mit einem Bosskampf verbunden. Also ich bin sicher, dass ich mit dem Kopf dran gekommen bin. Ja, das hätte eigentlich zählen müssen. Dann hast du irgendwie einen Knick in der Optik. Ja, wahrscheinlich.